Entschuldigung. Sorry, ich bin gerade 10 Minuten mit Jesus. Was ist das? Kennst du nicht? Es ist eine super Möglichkeit, um jeden Tag 10 Minuten mit Jesus zu sein, zu beten. Ich höre täglich 10 Minuten mit Jesus, bevor ich in die Schule laufe. Ich finde es wie ein Impuls in den Tag. Also gut in den Tag zu starten, mit Gott ins Gespräch zu kommen. Wir haben uns das gerne im Auto angehört während der Fahrt. 10 Minuten ist nicht lang, ganz schön, um zur Ruhe zu kommen, in Gedanken sich zu vertiefen, die einem wichtig sind am Tag. In meiner Freizeit höre ich sehr gerne Podcasts über alle möglichen Themen. Ich hätte aber nicht gedacht, dass es einen Podcast geben würde, der mir helfen könnte, in meiner Beziehung zu Christus zu wachsen und das Evangelium besser kennenzulernen. Also was ich persönlich an 10 Minuten mit Jesus mag, ist, dass ich das jeden Tag überall machen kann. Zum Beispiel beim Fahrradfahren, irgendwo hin oder zur Arbeit. Es hilft mir auf jeden Fall, mit den guten Impulsen ein besseres Gebet zu führen. Es hilft mir, ein besserer Christ zu sein und auch eine bessere Person. Danke! Am Tag irgendwann innezuhalten oder auch weiterzurennen und dabei ins Gebet zu kommen und Anregungen und Impulse zu erhalten, die sonst überhaupt nicht bei mir gelandet wären. Besonders cool ist auch, dass es wirklich nur die 10 Minuten sind. Es ist also kompakt und es reicht auch, Hauptsache, dass man die Zeit mit Gott verbracht hat. Die Betrachtungen sind so anschaulich und lebensnah und konkret. Einfach gut für mich. Ich möchte sie nicht mehr missen. Hilft mir, mein zweites Gebet ist, gut zu planen, gut zu organisieren und richtig zu starten. Jeden Tag ein wertvoller Impuls für mein persönliches Gespräch mit Gott. Ich fand auch schön, dass man dann mit Gott auch so ins Gespräch kommt, dass man so schön eingeleitet wird. Und ja, der Priester anhand vom Evangelium uns zeigt und anregt, mit Jesus darüber zu sprechen, was er für mein Leben möchte, wie ich meinen Alltag so gestalten kann, dass es Gott gefällt. Ich höre 10 Minuten mit Jesus auf dem Weg zur Arbeit, sodass ich den Tag mit dem Herrn anfangen kann. Was auch immer während des Tages passiert, Jesus begleitet mich. 10 Minuten ist nicht so viel Zeit, aber so kann ich immer Gott 10 Minuten von meiner Zeit schenken. Ich arbeite gerne bei 10 Minuten mit Jesus, weil es mir Freude macht, Menschen für Gott zu gewinnen, weil es einfach wunderbar ist, zu wissen, dass jeden Tag Tausende von Beterinnen und Betern mit uns zusammen verbunden sind, mit Jesus verbunden sind. Es ist eine wunderschöne Aufgabe und mir als Priester macht es riesige Freude. Ich bin auch dankbar dafür, dass viele Mitbrüder dabei sind heutzutage hier in dem Projekt. Alles Gute!